Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei World of Warcraft. So, wir wollen abgeben und ich muss hier irgendwie erstmal wieder runterkommen gescheit. Ohne mir den Hals zu brechen, wenn möglich. Und dann hoffen wir, dass ich da die Questgeber wiederfinde. Das ist ja hier alles nicht ganz so einfach. In die Richtung, ich werde mich mal hier runterstürzen. Aua. Ja. So, da unten irgendwo. Ja, gut. Also da lang, hier runter. Komm, Helnus. Komm, mein Freund. Wir gehen abgeben. Ohne das ganze Gebiet zu pullen, wenn möglich. So. Hi, hupf. Da ist der olle Kopf. Mein Freund, ich habe deine Gliedmaßen wiedergefunden. So, die Prüfung der Tapferkeit. Jetzt wisst ihr, welche Aufgaben euch erwarten. Wollt ihr dennoch fortfahren? Nö. Was? Das darf nicht wahr sein. Wie kann sich dieser Skowald nur erst dreisten, unsere heiligen Riten mit Füßen zu treten? Das soll er büßen. Das Wissen, das ihr euch angeeignet habt, kann euch als mächtiges Werkzeug gegen eure Feinde dienen. Vergesst das nicht, alles klar? Habt ihr sie alle gefunden? Ja, ich habe deinen ganzen Körper dabei, mein Freund. Wunderbar, es tut so gut, wieder vollständig zu sein. Ja, was gibst du mir hier denn Schönes? Was ist denn das hier alles so für ein Zeug? Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich nehme das. Das bringt mir Geld. So, da ist er. Ah, Hallöchen. Jotna, mein Freund. Ja, Jotna, dein Ausrufezeichen ist ziemlich weit oben auf jeden Fall. Okay. Prüfung der Macht. Ich schulde euch Dank dafür, dass ich jetzt wieder vollständig bin, Fremde. Ihr seid dieser Prüfung zweifellos würdig. Betretet jetzt die Kammer. Dort findet ihr das Archiv für eure erste Prüfung. Ich treffe euch im Inneren und aktiviert wieder dieses komische Gerät. So, dann müssen wir wohl da rein. Sieht ja schon sehr einladend aus. Okay, Kammerwächter. Muss mir das Sorge machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich latsche einfach mal drauf los. Ich habe ja Helnus dabei, das ist die Hauptsache. Achso, das Zeichen der Pfote war es, genau. Da lang. Ah, da hinten. Alles klar. Konsole gesichtet. Hier liegen überall Gliedmaßen übrigens rum. Die hättest du dir ja auch nehmen können. So, dann wollen wir das Ding mal hier aktivieren. Sequenz wird aktiviert. Prüfung der Macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nun? Ich hoffe, ihr seid bereit für eure erste Prüfung, Fremdling. Ja. Was auch immer. Als Hüter dieses Gewölbes ist es meine Pflicht, die Macht aller Kandidaten zu testen. Okay, hau rein. Macht euch bereit! Ich bin total bereit. Ich bin bereit. Ich nehme an, ich soll dich jetzt umhauen, oder was? Okay, wenn wir hinkriegen. Der Knatzelfiedler ist auch wieder am Start. Ich möchte den ja auch gar nicht hergeben eigentlich. Ich habe da zwar schon ein besseres Teil im Inventar, aber irgendwie möchte ich ihn nicht verlieren. Aua. Naja. Ich hab dich gleich um, mein Freund. Mach dir mal keine Sorgen. Deine komischen Flammenstrahlen, da machen mir auch nichts. Genau, es genügt, denke ich auch. Ich hab dich umgemacht. Unglaublich. Jahrzehnte ohne einen würdigen Herausforderer. Und dann werde ich am selben Tag gleich zweimal besiegt. Aha, okay. Und nun, mein Freund? Ihr habt die Prüfung der Macht bestanden, Fremdling. Trefft mich am Eingang des Gewölbes und ich gewähre euch den Segen der Wächter. Hui, okay. Dann bis gleich. Kannst du mir eigentlich aber auch hier gewähren, hör mal. Muss ich extra wieder zum Eingang zurücklaufen? Naja. Das gehört wahrscheinlich zur Prüfung. Hin und her laufen und sich die Sachen abholen. Das ist Teil eines großen Tests. Naja.
Dann gehen wir mal zurück. Jotna, du bist ganz schön schnell. Hast dich geportet, ne? Asura-Technologie oder was? So, mein Freund, du brauchst aber mal dringend eine Pediküre. Das will ich dir mal sagen. So. Die Prüfung ist vorbei und ihr wart siegreich. Ihr habt hier Großes vollbracht, doch euer Ziel ist lange nicht erreicht. Auf dem Weg zur Aegis warten noch viele große Herausforderungen auf euch. Da ihr die Prüfung der Macht bestanden habt, gewähre ich euch den Segen der Wächter. Zudem werde ich euer Artefakt mit der Kraft des Kammerwächters versehen, damit ihr den weiteren Prüfungen bestehen könnt. Ich hoffe, dass es euch von Nutzen sein wird. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, dieses Geschenk zu empfangen. Gib's mir doch einfach, Alter. Wie blöd ist das? Jetzt muss ich dich nochmal anquatschen. Hier, ich bin total bereit. Gib her. Was auch immer. Ihr habt heute wahren Mut bewiesen und dafür gewähre ich euch eine Gunst. Streckt eure Waffe aus, Fremdling, und erhaltet ein Geschenk der Titanen. Ja? Es ist Okay, vollbracht. cool. Möge unsere Macht euch beistehen, wenn ihr sie braucht. Ha. Geht nun, Champion des Gewölbes. Okay, ich habe irgendwas Cooles gekriegt, aber irgendwie auch nicht hier oben. Kann man das irgendwie sehen, was der Herr mir hier gegeben hat? Umschalt rechts. Kann ich das hier irgendwie sehen? Wildes Geblinken? Nee, kann ich hier auch nicht sehen. Hä? Was hast du mir jetzt gegeben, du Keks? Mit Ohren? Man weiß es nicht. Okay, ich muss, aber trotzdem danke für was auch immer. Ich muss da hoch. Na gut. Dann werden wir mal aufsatteln und hoffen, dass wir da ankommen, wo ich hin will. Ach Gott, oh Gott. So, ihr seid hier alle beschäftigt. Ja, das finde ich super. Weitermachen hier. So, wo? Hier lang oder wie? Hier rein? Ah, hier rein. Okay. Hafi, mein Freund, ich bin zurück. Die Prüfung ist vorbei und ihr seid immer noch am Leben. Dieses Land steckt voller Wunder, nicht wahr? Und es scheint, als würde euch der Gottkönig noch weitere Prüfungen auferlegen. Aber jetzt müsst ihr euch beeilen, denn die nächste Aufgabe erwartet euch bereits. Aha. Aha, was? Erster Rang Saat der Verdammnis. Natürliche Instabilität. Ich nehme das. Relikt. Okay. Segen der Wächter. Ach, das kriege ich jetzt bei dir erst, oder wie? Oder was? Hey, jetzt bin ich verwirrt. Gibt er mir jetzt den Segen der Wächter? Warum hat. Na, her damit. Her damit. So. Ah, Prüfung der Macht. Ja, wunderbar. Und er hat die nächste Aufgabe. Cool. Gewährt eurem derzeitig ausgeführten Artefakt macht. Ja. Relikt. Komisches Zeug. Ich schieb das mal hier zu den anderen komischen Sachen gerade hoch. Und ich muss unbedingt schon wieder verkaufen, glaube ich. Naja, was hast du denn, mein Freund? Der Willen der Tor. Was? Turignir. Turignir? Aha. Wo die Stürme am heftigsten tosen, erwarten euch die Drachen. Sie sind Nachkommen der Götter und werden eure Willensstärke auf die Probe stellen. Sie leben oberhalb von Rütschal, wo ihre Kinder den Trekkia dienen. Alter, leck mich doch fett. Allerdings sind sie keine Verbündeten der Menschen oder der Vrykul. Daher müsst ihr versuchen, ihre Gunst zu gewinnen. Eine Freundin erwartet euch in Rütschal und ist zweifelsohne auf der Suche nach Antworten, die ihr nun habt. Geht zu ihr und stellt euch gemeinsam der Macht des Sturms. Ach, Kallen, alles klar. Trefft euch mit Kallen. Wo denn? Ah, ne, echt, da unten? Ich finde den Weg wieder nicht. Ich finde da den Weg wieder nicht. Hier ist der Weg. Den werden wir jetzt nehmen. Und wir werden diesen Weg nicht verlassen. Komme, was da wolle, ist mir völlig egal. Ich werde hier auf diesem Trampelpfad bleiben. So. Wisst ihr Bescheid, ey. Sonst finde ich die Tussi niemals. Schwarzes Tor, cool. So, wer bist du? Allzeit bereit. Auch schön.
Und ich habe Aggro, egal. Bernsturzebene, okay. Was ist hier? Fische? Okay, Fische. Fische, ihr Lieben, Fische. Wen haben wir denn da? Houndmaster Eli. Cloudpants, aha. Hier irgendwo. Ja, ich wollte auf dem Weg bleiben, ne? ich wollte. Also, ne, der Wille war da. Aber ihr seht ja, es geht halt nicht. Ich werde hier abgelenkt. Ich kann es nicht ändern. Wieso greift dieser dusselige Adler mich denn jetzt an? Ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Ach ja. Ist aber auch dramatisch. Sind das hier die lilanen Kugeln, die immer auf die anderen fallen, dass sie mich dann angreifen? Fühlen die sich davon irgendwie angezogen oder so? Ich weiß ja nicht. Ich finde das irgendwie alles merkwürdig. Bist du... Ach, guck mal hier. Du bist der... Ach, wer seid ihr denn? Okay, ihr kommt direkt auf mich zu, da kann ich auch gleich selber angreifen, ne? Helnos, mach sie alle um. Wie viele sind das? Vier? Fünf? Keine Ahnung. Wir werden sie alle umschlagen hier. Na nun komm, Ball um. Oh, oh. Ich glaube, Helnos, der leidet gerade ein bisschen. Ne? Den muss ich mal hier, mach mal kanalisieren, bitte. Der Helnos braucht mal ein bisschen Blut von mir gerade. So, jetzt machen wir hier weiter. Ah, ich stehe mittendrin. Mittendrin im Wolfsrudel, wunderbar. Ich glaube, Herr Helmus schafft es diesmal nicht. Naja, schauen wir mal. Herr Helmus, mein Freund, ich gebe dir mal ein bisschen was von meinem Blut. Ich habe genug im Moment. So, laden wir den mal wieder auf, damit er mir hier nicht wegstirbt und ich nicht wieder Klagen von der Gewerkschaft bekomme. Dann werden wir hier weiter häckseln. So, wer jetzt noch? Du. Okay. Wir haben es gleich, Helnos. Don't panic. Halte durch, mein Freund. Nein, jetzt kommt da noch einer. Rum. Das ist doch nicht die Möglichkeit. So, alles klar. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ist egal. Ich halte einfach mal weiter drauf. So, instabiles Gebrechen. Kanalisieren. Kumpel, wir schaffen das. Mach dir keine Sorgen. Und dann versorge ich dich gleich mit Blut, wenn ich wieder was sehe. Alles klar. Siehst du, mein Freund? Alles gut. Wie viele waren das? Ganzer Haufen. Okay. Helnos ist voll. Ich sammle mal ein. Besorge mir mal ein bisschen Mana. Und jetzt... Ja, ja. Ey, nein, ich will den doch auch noch. Alter. Was für ein Scheiß. Jetzt habe ich mich da mit den Wölfen aufgehalten. Alter, ich habe ihn noch erwischt. Ich habe ihn noch erwischt. Verderbnis sei Dank. Ole, ole. Cool. Ja, man muss auch Glück haben. So ein bisschen. Nee, ich gehe jetzt nicht da. Oder gehe ich doch da runter? Hm. Scheiße, ey. Ich kann ja mal vorsichtig da gucken, ob ich es finde, ne? Ja, ich habe ihn noch erwischt. Ich muss gleich mal gucken, was ich bekommen habe von der, von dem Kerle. Etwas Lilanes auf jeden Fall. Das finde ich ausgesprochen witzig. Ich habe ihn nur einmal kurz mit der Verderbnis angepufft. So, hier so lang vielleicht. Ach, bitte jetzt nicht wieder sechs Wölfe auf einmal. Einer reicht ja erstmal. Ich will meinen Helnos ja auch nicht kaputt machen, ne? Da kommt mal um. Na, danke schön. So. Ich wollte gerade sagen. Ah! Oh, da stand noch welche. Oh Gott, Helnos! Tu wat! Da waren noch welche, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, der Helnos, der fängt gerade ganz schön was ab. Beziehungsweise er fängt sich selber gerade ganz schön was ein hier. Aber okay. Naja, kriegst du mal ein bisschen Blut von mir. Ja, noch ein bisschen und dann machen wir diesen Knurrer dann noch zusammen um. Ich sehe doch nichts. Okay. Cool. Das war's. Wo ist denn jetzt... Wo könnte denn jetzt hier...
besagte Kiste sein. Steht aber auch nichts dabei. Irgendwie hier? Nö. Ach, guck mal hier. Okay, komm, Helnos, die beiden müssen wir noch und dann gehen wir an die Kiste. Ach, guck mal, der pennt einfach weiter da oben. Das finde ich aber nett von ihm, ey. Können wir das mal hier ganz in Ruhe machen vielleicht? So, Nummer 1. Dankeschön. Kann ich mal ein bisschen Mana kriegen? Alles klar, so. Auch noch. Okay, also diese Dinger hier fliegen auch, wenn ich irgendwas anderes mache. Vielleicht fliegen die random. Vielleicht sind diese lila Kugeln einfach nur, um hübsch auszusehen. Damit jeder weiß, aha, da ist ein Hexer unterwegs. Ich weiß es nicht. Aber wir haben die Kiste. Das finde ich supi. Da ist nochmal Underwater. At base of waterfall. Aha. Underwater. Aha. Da komme ich aber nicht mehr hoch dann, oder? Ich kenne doch mein Glück. Was bist denn du? Ein Schluchtenfelsfresser. Aha. Ach, ist ja blöd. Ach, nee. Okay. Underwater ist irgendwie gerade blöd. Ich will nicht da runter, da komme ich ja nie wieder hoch. Das, ja, finde ich doch nicht mehr. Ich kenne doch mein Glück. Ach, du komm, nur bitte. Spring doch da einfach drüber, meine Güte. Da auch nicht, ne? Nee, ist klar, dann eben hier drumherum. So, zurück. Richtung Pfeil, nicht wieder in die Gruppe. Nicht da rein in die Gruppe. Oh, schon wieder irgendwas gebullt gerade. So, hier, da ist der Weg, alles klar. Und dann da weiter. Okay. Vielleicht komme ich also so nochmal zu dem Wasserfall. Oh, ein Flugboot. Kallens Lager, Alter. Hat sich ein eigenes Lager hingestellt. Nicht schlecht. Flugpunkt. Du, komm mal her, du. Dich brauche ich mal. So, lass mich mal gucken. Lass mich gucken und stürz nicht ab, das wäre nett. Oh, dankeschön. Meine Fresse. Aha, jetzt sind wir da. Okay, was ist hier? Purpurdickicht, den Suramar noch nicht entdeckt. Na, das ist schön. So. Kallen, meine Liebe. Bereit zum Abflug. Diese Vrykul sind so langweilig. Warum schickt Nathanos mich auf solche Missionen? Denkt er denn wirklich, dass die Aegis hier ist? Ich hoffe, ihr seid hierher gekommen, um für ein bisschen Ärger zu sorgen. Ja, da wirst du mir garantiert behelfen. Jetzt nicht absacken. Greifhaken abgreifen. Ach nee, echt jetzt? Greifhaken und so? Oh oh. Also erhalten wir Hilfe von irgendeinem alten magischen Vrykul? Das klingt schon mal gut, aber eure Prüfung könnte knifflig werden. Seht ihr, der einzige Weg auf den Berg führt durch diese hohen Mauern. Mhm. Ja, die mit dem fies aussehenden Drachen obendrauf. Aha, Boden. Wo hast du Mauern mit Drachen? Ja, wir werden es früh genug erfahren, ey. Ich habe mich schon ein wenig umgesehen, doch da diese Drachen die arme Herzogin als Mittagessen auserkoren haben, ja, kam ich nicht weit. Die Vrykul haben sie trainiert und das verheißt nichts Gutes. Ich sage, wir schleichen uns rein. Ich habe mir schon ein paar Greifhakenwerfer besorgt. Nehmt euch ein und trefft mich außerhalb der Stadtmauern. Nehmt einen Greifhakenwerfer. Ich hab doch einen. Wie viele brauche ich denn dafür? Fräulein? Fräuleinchen? Wie viele brauche ich dafür? Man weiß es nicht. Wo muss ich denn dann jetzt eigentlich hin? Also wir müssen eher dann da runter. Aber da drüben ist irgendwas Spannendes. Da müsste ich... Ach, die Mauern meinst du? Ach so. Okay, es meint die Mauern. Schrittchen für Schrittchen. Ist hier irgendwo? Ist das jetzt da unten irgendwo drin oder eher da drüben irgendwo? Und wenn das da unten ist... Wie komme ich da runter? Es könnte vielleicht... Da! Aha, aha, aha. Wie komme ich da runter? Ich geh mal Schrittchen zurück. Wie kommen wir da runter? Kallen? Ja, nicht so weit. Ich könnte ja einfach ins Wasser springen, aber das ist nicht insofern nicht hilfreich. Dann bin ich ja unten, aber ich weiß ja nicht, wie ich wieder hochkomme, ne? Ach, dass hier alles so verwinkelt sein muss. Es ist nicht einfach. Achso, warte mal.
Ich sehe da gerade hier Vorräte und Reparaturen. Was jetzt? Was jetzt? Sei da nicht so zickig, ey. Hier, nimm mal meinen Kram, danke. Und was war das denn jetzt hier Cooles? Oh! Was war? Crit geht runter, das sehe ich wohl. Aber trotzdem. Mir egal. Anziehen. Danke. Schiebe ich mal da hoch. Das war das hier eigentlich. Handwerksmaterial. Achso. Okay. Cool. Ein lilanes Höschen. Ja, ich soll da mich mit ihr irgendwo treffen. Ja. Kann man das hier irgendwie irgendwo sehen, ob wir da irgendwie runter können? Geht denn hier nicht einfach mal einen Weg runter? Kann denn nicht einfach mal einer hier einen Weg machen, ey? Ich will doch da irgendwo rein nur. Fette Schlucht. Vielleicht von der anderen Seite. Halt mal hier. Guck mal, da unten wohnt doch auch einer, ne? Das ist doch irgendwie ein Haus oder so. Wie kommt der denn da hin? Da hinten? Da so? Moment, ihr Lieben. Also es tut mir leid. Ich weiß, wir kommen hier niemals weiter, aber egal. Da unten ist eine Kiste. Ich habe sie gesehen und ich will sie haben. Ich muss nur einen Weg finden, wie ich da hinkomme. Aber wenn da einer wohnt, ne? Dann muss man doch davon ausgehen, dass man da auch irgendwie hinkommt. Der muss ja auch irgendwie an sein Essen kommen. Und guck mal, da sind doch Fackeln. Fackeln im Sturm. So, wir stürzen uns hier runter. Hey, machen uns mal hier durch die Bäume und sind wieder bei den Wölfen. Wer bist denn du? Ach, du bist wieder der komische Hundemeister. Ach, guck mal hier. Ah, bei dem Hundemeister wäre es lang gegangen. Ich verstehe. Und ich habe Aggro, kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich möchte hier runter. Ich bin da. Fast. Wer bist du denn? Du bist versteinert, warum? Oh. Wer ist das? Oh. Okay. meine Kiste war bei dir hier, ne? Kann das, mein Freund? Guck mal her. Ich glaube, die Kiste war da. Oh, da hat hier ein Flosser. Der hat meine Anwesenheit irgendwie gerade nicht so verkraftet. Nun ja. Mit Schwund muss man rechnen. So, der ist um. Wunderbar. Ich brauche ja nur noch die Kiste. Die war doch hier. Oder war die bei euch? Hä, Moment. Okay, hier ist sie nicht. Ne? Verwirrst du mich aber hier. War das die? Nee, hier. Jetzt bin ich total durcheinander. Warte mal. Die Brücke ist da hinten. War doch die Kiste da hinten und nicht hier. Das ist die unter dem Wasserfall. Kann das sein? Ach, das ist die unter dem Wasserfall. Nee, die will ich nicht. Ich will die andere. Was soll man da im Wasser? Keine Ahnung. Gib mir mal meine Schildkröte. Wir gehen jetzt mal hier flussaufwärts. Ja, ein bisschen könnten wir mit der Schildkröte über Wasser. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Wunderbar. Eventuell nicht hier unbedingt jeden Fisch. Dankeschön. Ach, da ist der Fisch. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch nur da hinten dran. Guck mal, da will ich hin. Hau mal ab, du. Geh mal weg. Kann ich da auch irgendwo wieder hoch? Das ist hier die Frage. Kann man hier irgendwie gleich hoch? Warte mal. Ach, guck mal, hier kann ich auch hoch. Anscheinend, okay. Okay. Wo ist das nicht? Wo? Hier war's. Da. Ah, alles klar. Komm, kleine Kampfschildkröte. Wir holen uns die Kiste da. Ich sollte vielleicht mal gucken. Okay. Alles klar. Dankeschön. Bling, bling, bling. Wunderbar, haben wir die. Die ist irgendwo anders. Okay, was ist hier? Sturmrochen. Alles klar.
Ja, dann können wir mal gucken, dass wir wieder hochkommen. Aber wenn hier... Aber so richtig ausgeschildert ist das ja hier auch alles nicht, ne? Ja, hier geht ein Weg lang. Habe ich nicht gesehen, dass hier ein Weg ist. Naja, ich habe auch nicht richtig geguckt, wie immer, ne? Ja, waren wir mal da hinten bei den Versteinerten. Macht ja... Ja, entschuldige mal. Wie soll man denn hier sehen, dass eventuell ein Weg runtergehen könnte? Jetzt mal ehrlich. Ey, komm, bitte. Erzähl mir keiner was. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Ich soll eigentlich... Hier ist irgendwie... Den anderen Weg soll ich nehmen. Irgendwie einen anderen Weg. Welchen anderen Weg? Ach, die Brücke, okay. Habe ich verstanden. Okay, die Brücke. Und dann darüber. So, was ist hier? Cave Entrance. Das wird dann... Ist das weiter unten oder haben wir hier ein Cave Entrance? Ist hier gerade so nichts. Ich kann hier nochmal gucken. Ah ja, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ach, da ist unter mir, oder? Kann das sein? Hier unten drunter direkt? Ach komm, ey, echt? Nee, jetzt mache ich erstmal hier. Nee, komm. Jetzt gehe ich erstmal zum Fragezeichen. Wenn ich es denn finde, da oben. Okay. Komm, spring! Hier lang. Was? Da ist eine gute Stelle. Okay. Was gibt's über Flieger? Damit sollten wir klarkommen. Okay. Das Ding scheint über genug Reichweite zu verfügen, um uns über die Mauer zu bringen. Es gibt dafür eine gute Stelle gleich hinter uns. Ihr solltet sie von hier aus schon sehen können. Und wenn ihr drin seid, tut mir einen Gefallen und lenkt die Wachen ab, damit ich vorbeischleichen kann. Ich versuche dann etwas mehr über diese Vrykul herauszufinden. Wende den sturmgeschmiedeten Räuferger, um die Mauern von Rütschall zu erklimmen. Okay, oh meine Fresse, ey. Hier nimm mal die Quest an. Alles klar. Ich habe doch eben annehmen gedrückt, oder nicht? Ach, das ist schon wieder was anderes. Was? Wetterfeste Ausrüstung. Ich habe hier ein bisschen herumgeschnüffelt und dabei festgestellt, dass diese Vrykul selbst öfter den Gebirgspfad beschreiten, den wir erklimmen wollen. Und sie haben dafür sogar eine spezielle Ausrüstung, die ihr ihnen vielleicht abnehmen könnt. Da gibt es zum Beispiel Kletterschuhe für besseren Halt und gefettete Umhänge, um trocken zu bleiben. Und sie führen auch Steine bei sich, mit denen man der Gefahr durch Blitze Herr werden kann. So einen solltet ihr euch auch zulegen. Sammelt Schuhe, den Umhang und einen verzauberten Leitstein. Okay. Ich will nur mal kurz hier looten. Ihr solltet in der Lage sein, euch an dieser Stelle dort oben an der Mauer festzuhaken. Ne? Folgt mir. Hör mal, eigentlich wollte ich jetzt eine Aufnahmepause machen, Fräulein. Mann, die lässt mich aber auch einfach nicht. Naja, und ich habe schon wieder Aggro. Ach, komm schon, ey. Wisst ihr, ich kann doch hier nicht die Folgen jetzt echt eine Stunde lang machen, nur weil ihr nicht wollt, dass ich hier fertig werde. Das ist doch doof. Und den Schatz, ich überlege gerade, ob ich den Schatz da auf der anderen Ecke doch noch hole, wenn der schon so nah liegt. Ich kann mich hier überhaupt nicht entscheiden, ey. Ach Gott, ich mache eine Pause, ihr Lieben. Wir gucken mal, was ich anstelle, und zwar in der nächsten Folge. Und bis dahin, eure Trin.